18 Uhr und der Startschuss ist gefallen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Team Alus ist leider immer noch in der Boxengasse und startete mit ca. 10 Minuten Verspätung ins Rennen. Musste sich unser Fahrer von hinten durchs Feld kämpfen. Der Roller lief gut und konnte auf der Geraden seine Kraft ausspielen. Nach einer halben Stunde steuerte unser Fahrer dann vorzeitig die Boxengasse an. Der Drittfilter ist dicht und irgendwas verreckt in der Vario. Die hat ab dritter Runde kein Gas mehr genommen. Du musst immer, wenn du zu doll aufziehst, machst du Bohr, weißt du, immer nur Viertel oder so. Okay. Ist die gehöhlt? Ja. Sonst wird gut, oder? Jetzt sind Anlieger drin, jetzt kannst du ballern. Okay. Macht echt Laune, fährt fast wie ein Cross, aber vorne bremsen brauchst du gar nicht. Nee, geht nicht, oder? Hintenrum reinlaufen lassen und gleich wieder Stützgas. Und immer ganz smooth, der ist ein bisschen zornig abgestimmt. Aber sonst fährt geil, ja? Ja. Woo. Wie lang war das jetzt? Etwas über eine halbe. Stunde müsste eigentlich gehen. Wir wollten das irgendwie gespritzt, weißt du, nicht, dass du dann irgendwann stehst wie ein Arschloch. Der andere ist schon fertig, der andere ist schon Game Over. Der ist schon hin. Die Kühlung des Rollers war mangelhaft, sodass wir kurzerhand ins Fahrerlager für eine Modifikation mussten. Habt ihr eine Wanne für Kühlwasser? Was machst du jetzt, Benni? Einmal Zylinder runter. Irgendwie das Ding ist einmal zu warm geworden. Und wir haben jetzt vorne die Verkleidung aufgeschnitten. Und wir gucken einmal nach dem Zylinder, weil der ist wahrscheinlich einmal zu heiß geworden. Halt. Bisschen chaotisch, aber die ersten 2 Stunden sind um. Wir haben schon diverse Defekte hinter uns. Benni hat schon das erste Mal einen Zylinder getauscht, weil wir hatten dann doch relativ schnell 100 Grad Wassertemperatur. Mussten dementsprechend, wie ihr gerade gesehen habt, massiv die Front aufflexen, dass der Kühler einfach genug Zug und Abluft bekommt. Ist doch ein bisschen heftiger hier als erwartet. Liegt bestimmt auch an dem Staub und so weiter. Und recht warm ist es heute auch noch. Jetzt bricht so langsam der Abend rein. Aktuell läuft das Ding, jetzt haben wir die Wassertemperatur im Griff. Auf jeden Fall richtig Leistung da. Natürlich 24-Stunden-Rennen, kommt es natürlich auf Ausdauer drauf an. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber wir gucken mal, was die Nacht so mit sich bringt. Mit einem neuen Zylinder und angepasster Kühlung konnten wir zurück auf die Strecke ins Rennen. Mm-hmm.
Aber 65 Grad die ganze konstant. Zeit. Konstant, geil. So, die Nacht ist vorbei. Es war sehr stürmisch. Wirklich krass, hätte keiner gedacht, wie das hier aufs Material geht. Selbst die Kameratechnik kommt mit dem ganzen Staub nicht zurecht, deswegen konnten wir irgendwann noch nicht mehr richtig filmen. Unser zweiter Roller ist noch im Rennen, musste allerdings auch viel geschraubt werden. Der erste Roller, wir haben wirklich alles gegeben, haben in der Nacht noch aus verschiedensten Teilen Zylinder zusammengestellt, sind nochmal zurück nach Langenhagen gefahren, haben nochmal Teile geholt und. Am Ende konnten wir wirklich 3-4 Stunden am Stück durchfahren, allerdings ist dann die Kupplung hinten gesprengt und jetzt fehlen uns leider die Ersatzteile. Krasses Event, wir auf jeden Fall komplett unterschätzt. 24 am Stück ist dann doch eine lange Zeit. Ja, der zweite Roller fährt das Rennen jetzt noch zu Ende und wenn wir dann wieder zurück in Hannover sind, würde ich sagen, bekommt ihr nochmal einen technischen Rückblick und ich zeige euch mal, was so alles kaputt gegangen ist. Das ist hier einfach zu staubig. Das machen wir lieber in Hannover in Ruhe. Wir sind wieder zurück in Hannover, haben alles ausgeladen, haben das Wochenende nochmal Revue passieren lassen und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir wirklich maßlos überfordert waren und das Ganze unterschätzt haben. Wir waren wirklich nicht ansatzweise konkurrenzfähig. Unser großer Roller hat, glaube ich, noch nicht mal 12 Stunden überlebt mit allen Möglichkeiten, die wir hatten. Der kleine Roller ist zum Glück ins Ziel gekommen. Wir sind im Mittelfeld gelandet. Allerdings, selbst da muss man dazu sagen, wir hatten fast 150 Runden Rückstand auf den Sieger. Das heißt, die Teams, die bei diesem Rollerrennen wirklich vorne mitfahren, da steckt wirklich ein bisschen mehr dahinter, als nur sich einen Roller aufzubauen. Die machen das alle schon seit Jahren, wissen, was sie da machen und sind wirklich konstant eine Runde nach der nächsten gefahren. Heißt in Summe über 500 Runden und ja, 150 Runden Differenz ist natürlich schon eine Ansage, die man nicht mal eben so aus dem Ärmel schüttelt, ne? Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Teams, die erfolgreich teilgenommen haben. Wir hatten zwar gehofft, dass wir vorne mitfahren können, aber da haben wir uns wirklich maßlos überschätzt. Das hat definitiv nicht funktioniert, sowohl von der Technik her als auch von der Ausdauer. Da muss man einfach dazu sagen, die anderen Teams, die da teilnehmen, die sind dann doch nochmal deutlich professioneller aufgestellt. Das heißt, die haben richtige Zeitpläne, wann wer fährt. Die haben richtig Leute, die sich um die Verpflegung kümmern. Die haben ihre eigenen Schrauber, die wirklich nur schrauben. Die haben Funkgeräte untereinander und. Also hat uns wirklich alle beeindruckt. Wir haben auf jeden Fall etliche Hausaufgaben fürs nächste Jahr. Wir würden gerne nochmal teilnehmen, aber wenn wir uns dort verbessern wollen, dann müssen wir wirklich an allen Ecken arbeiten. Trotzdem, Bilanz von unserem Team hat super Spaß gemacht. War wirklich cool, dieses Event. Ganz neue Erfahrung. Jetzt kriegt ihr nochmal kurz ein bisschen Technik, weil eigentlich wollt ihr ja Technik auf meinem YouTube-Channel und ich zeige euch jetzt mal, was wir so alles durchgeraucht haben am Wochenende. Und zwar, es ging los mit diesem Stage 6 Sport Pro Zylinder, den wir eigentlich drauf hatten. Dieser Zylinder hat gerade mal 30 Minuten gehalten. Dann dachten wir, dieser Zylinder wäre kaputt gegangen, weil er zu warm wurde. Im Nachgang kam dann aber relativ schnell von unserem benachbarten Team ONT Motorsport einer rüber und meinte sofort, Jungs, nee, der ist nicht zu heiß geworden, sondern der ist garantiert schon verschlissen. Wir dachten erst, auf gar keinen Fall ist der verschlissen, weil sowohl der Kolben sieht noch gut aus, als auch auf den ersten Blick sieht der Zylinder noch gut aus. Aber dann konnte er uns schnell etwas Besseren belehren. Wenn man hier oben reinguckt, sieht man relativ krass schon, wie eigentlich gar kein Hohlschliff mehr da ist.
und hier auch schon richtig eine Kante entstanden ist. Das heißt, durch diesen feinen Sand in der Luft haben wir wirklich in einer halben Stunde den kompletten Zylinder einmal ausgeschliffen, sodass einfach nicht mehr genug Kompression da war. So richtig rausgelernt haben wir in dem Fall noch nicht. Haben erstmal unseren Ersatzzylinder drauf gesteckt, haben dazu den Luftfilter noch ein bisschen krasser eingeölt. Ich glaube, nach einer Stunde ungefähr genau das Gleiche. Wieder kaum noch Kompression, wieder komplett ausgeschliffen das Ding, kaum noch Kreuzschliff da. Somit war das Teil auch für die Tonne. War ein teurer Spaß, kann man auch als Lehrgeld verbuchen. Aber wir haben es einfach nicht besser gewusst. Wir dachten, ein eingeölter Filter reicht. Nur ein großes Problem gehabt, keine Zylinder mehr mitgehabt. Also sind wir nach Langhagen gefahren und haben aus unserem eigenen Sortiment einen Zylinder genommen. Bei diesem war nun allerdings das Problem, dass der zugehörige Kolben nur einen 10 mm Bolzen hat. Und die Kurbelwelle, die wir verbaut hatten, aber eine mit 12 mm Bolzen für den Stage 6 Zylinder war. Somit mussten wir dann kurzerhand von einem anderen Zylindersatz, welcher komplett nicht zu diesem Modell gehört, den Kolben nehmen, welcher auch 12 mm hatte, mussten dann allerdings die Kompressionshöhe und die Quetschkante anpassen, mussten den Kolben kürzen, weil der Kolben deutlich länger ist. Und noch ein paar Sachen anpassen. Und am Ende haben wir es aber tatsächlich geschafft, diesen Kolben von einem ganz anderen Zylindersatz in unserem Zylinder zu fahren. Dazu haben wir nochmal deutlich den Luftfilter modifiziert, haben noch einen zweiten Filter rübergeschoben, haben das Ganze richtig eingeölt, haben bei jedem Fahrerwechsel einen Filterwechsel zusätzlich gemacht. Da haben wir schon in gewisser Weise ein bisschen was gelernt und haben es dann tatsächlich geschafft, mit diesem Zylinder immerhin, ich glaube, so 3 Stunden durchzufahren. Keine Frage, ist immer noch viel zu wenig, aber es war immerhin schon mal eine Verbesserung. Und dann kam allerdings leider der Aspekt dazu, unsere Stage 6 Kupplung hat es komplett zerlegt, die ist komplett auseinandergerissen. Da hatten wir natürlich keine Ersatzkupplung mit. Das heißt, wir sind dann auf eine Serienkupplung gegangen, hätten dann aber wieder komplett von null anfangen müssen mit Variomatik abstimmen, Kupplung abstimmen und so weiter. Und da verließen uns dann mitten in der Nacht irgendwann die Kräfte und haben uns dann auf unser zweites Team konzentriert und haben an dem Roller weitergemacht, weil da war ähnliche Probleme, da mussten wir natürlich auch Zylinder wechseln und, und. So viel zum Thema Technik. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Uns hat es definitiv Spaß gemacht. Danke nochmal an den Veranstalter, dass wir dabei sein durften. Ich denke mal, wir sehen uns auf jeden Fall mit einigen Ideen im nächsten Jahr.